Im Endeffekt ist es so, wenn man an United und an Liverpool denkt, das sind beides Mannschaften, die sich eigentlich über das Spiel gegen den Ball auszeichnen. Also keiner will wirklich den Ball haben. Wenn es aber hart auf hart kommt, kann die Mannschaft von Jürgen Klopp zurzeit einfach mehr mit dem Ball anfangen. In unserer eingeblendeten Grafik kann man wieder sehen, United gegen Crystal Palace, da war man zwischenzeitlich 2-0 hinten. Große Probleme gehabt, Smalling am Ball. Für alle, die das Spiel gesehen haben, Pogba in dieser Situation wild gestikulierend, fordert Smalling auf, bitte noch einmal über De Gea und über Lindelof hinten zu spielen. Smalling lässt sich aber nicht zweimal bitten, haut den Ball nach vorne zu Lingard, wo man versucht, den zweiten Ball irgendwie klar zu machen, verliert den Ball in weiterer Folge und kriegt den Konter. Was ich damit sagen will, ist, die Mannschaft, die am Wochenende weniger den Ball hat, wird einen Vorteil haben, aber wenn es hart auf hart kommt, ist Liverpool am Ball besser. United hat immer noch große Schwächen im Spielaufbau unter Mourinho und da kann es sein, dass sie den Ball verlieren im Spielaufbau und dass Liverpool mit Mané, Salah und Firmino kontern kann, brauche ich, glaube ich, keinem zu sehr erzählen.